Heute, was geht ab, Leute? Hier ist Freitag. Heute ist auch X-Ray-Tag. Ich habe heute 3 Stück. Und ja, abgesehen davon wird heute ruhig. Wochenende wird ruhig. Sonntag ist C-Day. Darauf freue ich mich. Bisschen wieder Action mal endlich. Sonst mal schauen, was morgen so abgeht. Aber jetzt erstmal die X-Rays. Ich habe ja letztens einen 96er gefangen. Wenn ich jetzt dann bis zum Ende nichts Besseres bekomme, dann max ich den. Aber irgendwie ist kein Ende in Sicht. Regi-Gigas sollte ja eigentlich nur bis irgendwie so Anfang Januar in den X-Rays bleiben. Aber seitdem wurde nichts Neues angekündigt. Und jetzt für die neue Einladung, die vorgestern kam, immer noch Regi-Gigas. Also sehr, sehr merkwürdig. So, X-Ray-Time. Meine beiden Accounts sind nicht mal in derselben Lobby gelandet. So viele Leute sind am Start. Also mindestens 39, weil eine Lobby ist 20, eine Lobby ist 19. Heftig, heftig. Ich leg mal den kleinen weg, damit ich beim großen tippen kann. Aber bei 20 Leuten und 19 Leuten muss man nicht viel tippen. Dann schauen wir mal. Übrigens, die haben hier renoviert. Das war mal ein Asado Steakhouse und jetzt ist halt irgendein anderes Restaurant, Steakhouse. Und das hat Ewigkeiten gedauert. Ich glaube, seitdem ich Pokémon Go spiele. Kann das sein? Irgendwie sowas. Zumindest seit es Raids gibt, weil davor war ich ja nicht hier. Und ich habe nicht auf Kampf gewechselt. Tut mir leid, Leute. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber wie gesagt, wen juckt's? So. Oh! Schuss auf Macho mal. Wenigstens ausweichen hätte ich vielleicht müssen. Boah, ich wollte gerade ausweichen. So ein Fail von mir, Mann. Unnötig hoch 10, Mann. So unnötig. Ich habe einfach 3 Machen mal in diesem Kampf verloren, obwohl wir 20 Leute waren. IV-Check. Ja, schlecht. Irgendwas mit dem 80er Bereich war das, glaube ich. Ja, ja, sehr schlecht. Ungarer Bart. Nächster X-Ray. Sehr überraschend, dass sie ausgelöst hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass der jemals ausgelöst hat. Aber er hat ausgelöst dieses Mal. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir können noch über ein paar Sachen reden, bevor der X-Ray anfängt. Und wenn ich mal irgendwie an die Arena komme. Auf jeden Fall, Gewinnspiel ist vorbei. Ich habe es aufgelöst. Wer mir auf Instagram folgt, das Lösungswort war Brill. Nein, es war nicht das Datum. Das Datum war, wie gesagt, nur ein Hinweis auf das Wort. Das Datum musstet ihr nehmen und dann zu dem Video gehen, das an diesem Tag veröffentlicht wurde. Und dann stand dort in der Videobeschreibung das Lösungswort. Ein paar waren so weit, dass sie das Datum herausgefunden hatten, beziehungsweise dass es überhaupt ein Datum ist. Haben sogar das richtige Video gehabt, aber haben nicht in die Beschreibung geschaut. Die haben mir einfach nur das Video geschickt. 100 Millionen EP. Pech gehabt. So nah wart ihr dran. Ich werde es dann irgendwann am Wochenende auslosen, wahrscheinlich nach dem C-Day, weil C-Day ist eh immer ziemlich stressig. Dann noch das Video von gestern. 2 Lavados, 2 Krypto-Lavados fangen. Trick funktioniert, könnt ihr gerne ausprobieren. Könnt gerne das Video erstmal abchecken und dann ausprobieren. Ein paar Fragen, die noch aufgekommen sind. In der Stunde, nachdem ihr dem Krypto-Pokémon begegnet seid, entweder legendär oder normal, Absol, Kindwurm und Damioplex. In der Stunde könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber nachdem die Stunde vorbei ist, müsst ihr entweder, falls ihr eine neue Begegnung haben wollt, unter anderem für Damioplex, Absol und Kindwurm, dann müsst ihr nach der Stunde ein Pokémon fangen. Beim Lavados mit dem Trick jetzt, nach der Stunde kein Pokémon fangen. Was ihr zwischendurch macht, ist egal. Ihr könnt auch nochmal ein Radar sammeln, noch einen Boss herausfordern, den besiegen, seinem Krypto-Pokémon begegnen und da auch wieder fliehen. In der Stunde könnt ihr machen, was ihr wollt, aber nach der Stunde, das ist das Wichtige.
Jo, was geht, Leute? Wir sind wieder zu Hause. Ich habe die letzten zwei oder die anderen zwei X-Rays noch eingeblendet. Bin nicht zum Film gekommen und ihr habt auch nichts verpasst. Ganz normal einfach zwei X-Rays für die EP, für die Punkte, für was weiß ich, die Sonderbonbons, TMs und so weiter. Arena-Punkte, auch wenn nicht alle. Nee, nicht alle. Ungarabad war noch eine Arena, die habe ich noch nicht auf Gold. Deswegen da die Arena-Punkte sehr nice. Aber ansonsten ruhiger Tag. Für nächste Woche habe ich eine Einladung. Vielleicht kann ich mir irgendwo noch eine schnurren. Aber so wie es aussieht, wird es auch wieder gegen Gears sein. Keine Ahnung, wann Antic jetzt endlich mal den neuen Raid Boss ankündigt. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr schon guten gegen Gears habt, ob ihr heute einen X-Raid hattet, ob ihr überhaupt schon mal einen X-Raid hattet. All das gerne unten in die Kommentare. Dann blende ich hier noch einen Glückstausch ein, den habe ich auch noch bei einem X-Raid gemacht. Ein weiteres Shiny, Lucky Shiny abgehakt von der Liste. Wie gesagt, Sonntag ist C-Day. Können wir uns auf jeden Fall gönnen. Da war noch irgendeine Ankündigung. Ah ja, Latias und Latios. Nächstes Wochenende. Real Talk, das juckt mich so null. Ich werde nicht raiden, ich werde die nicht raiden, die juckt mich so gar nicht. Das ist so, als wäre das Event gar nicht da für mich. Also momentan macht Niantic es wirklich echt nicht schmackhaft, irgendwie Pokémon Go zu zocken. Aber auf den C-Day freue ich mich auf jeden Fall. Euch viel Spaß, viel Erfolg beim C-Day und ich hoffe, heute lief es ganz gut bei euch. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.